doof. Hm. Vorbereitung ist alles normalerweise, aber ich spiele diese Dungeons mehr oder weniger blind. Ja, mehr oder weniger zumindest. Und dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal damit leben. Und ich muss mich auch ein bisschen wieder an die Steuerung und alles gewöhnen und irgendwie an die Thematik an sich und Zelda und hä, worum geht's überhaupt und bla und wer oder was ist Midna und wer ist Ganondorf und bla und blub. Ne, Ganondorf, den haben wir noch gar nicht in diesem Spiel gesehen. Ho, ho, ho. Wissen wir ja eigentlich. Zanto, genau. Zanto ist ja der komische, ne? Ja. Der Oberbösewicht oder so. Der Schattenfürst des Verderbens, des Schreckens, des... Ah! Ah, Moment. Das ist interessant jetzt. Dieser Raum hier, der steht direkt unter dem anderen Raum, wo wir eben waren. Und hier haben wir jetzt eben tatsächlich mal etwas, was wir vielleicht schieben können. Bum, bum, bum. Aha! Weil jetzt können wir hier hin. Weil jetzt haben wir... Was ist das? Ein Zombie. Eine Mumie. Ein sehr übel gelauntes Wesen, welches mir mit seinem großen Schwert sehr gerne irgendwie sehr viel Schmerzen zufügen möchte. Ich habe da keinen Bock drauf. La 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 la, du bist tot. Okay, du warst schon vorher tot wahrscheinlich, aber so wieder aus. Ja, aber gut. Dup, dup. Dup, dup, dup. Ist hier vielleicht ein kleiner Schlüssel drin? Das wäre ja schön. Aber tatsächlich. Du hast einen kleinen Schlüssel. Er öffnet dir Türen. Allerdings nur hier. Bringt es irgendetwas, wenn ich das hier noch weiter drehe? Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Dop, dop. Nein. Gut, ich könnte es natürlich nochmal ziehen. Aber bevor ich das irgendwie ziehe oder so. Ach nee. Oh, ich muss es ziehen, weil der Eingang, der ist weg. Also, wir haben keinen Ausgang mehr, gewissermaßen. Gut, okay, dann machen wir das jetzt einmal so. Das ist ja... Kann ich das dann aber nochmal in unsere Richtung machen hier irgendwie? Dup, 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 dup. Nee, passiert nichts. Weil ich hätte nämlich wetten können, dass man dann im Raum oben irgendetwas damit machen kann. Also, dass wir hier unten drehen und dann sich oben auch die Wand verschiebt oder so. Aber wenn ich aus dem Raum da nicht rauskomme, dann ist es ja blöd. Aber gut, auch das merken wir uns dann einfach mal irgendwie so. Wobei, naja, diese komische Spur von dem Geist, die ging eigentlich auch nochmal nach unten. Also irgendwie hätte ich mich da... Hätte ich da nochmal mit dem Wolf lieber schnüffeln sollen, um mir das genau anzugucken? Vielleicht... Na gut, egal. Wir versuchen es jetzt mal so. Da, 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 da. Krüge, 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 Krüge. Bläh. So, neuer Raum. Erstmal Krüge zerdeppern. Das macht Spaß. Und noch mehr Totenschädel zerdeppern macht noch mehr Spaß. Komische Sandhaie oder wie auch immer wir sie nennen wollen zu zerdeppern macht auch ganz viel Spaß. Da, da, da. Das macht weniger Spaß. Welch ausgeklügelte Falle. Oh mein Gott. Dab, 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 dab. Rüber gehen, Krüge. Dab, dab, dab. So. Herz. Umgucken. Also, wir haben hier einen komischen Kronleuchter. Wir haben hier komische Wände. Wir haben noch mehr komische Wände. Wir haben eine sehr schöne Decke. Dab, dab. Und wir haben vielleicht die Möglichkeit, irgendwie hier so lang zu gehen. Genau. Dann haben wir hier so einen komischen Schädel. Den wir vielleicht so irgendwie kaputt machen können. Wäre so eine Idee von mir gewesen, ja. Da, 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 da. So. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen komischen Block, den man wieder greifen kann. Ach, den kann man tatsächlich bewegen. Ah, Mensch, das ist ja schön. Wo, wie stellen wir den jetzt hin? Ja, eigentlich doch. Zack. Und dann... Einmal so zack, ne? Weil dann können wir auch darüber gehen. Und dann sieht das formvollendet schön aus. Link, der neue Innendekorateur. Oder so, ja. Für die Innendekoration zuständig. Gut. Hat mir das irgendwas hier gebracht? Bup, bup, bup. So, stellen wir uns hier hin. Ah, Moment. Hier ist eine Kette zum Ziel. Da ziehen wir doch einfach mal dran. Da, da, da. Ach, dafür den Block nehme ich mal an.
Weil jetzt kann ich die Kette ganz doll lang machen und so. Und jetzt können wir das Ding ganz nach oben und so. Und das ist ja unglaublich spannend und so. Und die Frage ist, bleibt das jetzt? Nein. Gut, ich muss mich beeilen. Verdammt, ich war jetzt irritiert. Da, 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 da. Wen ist übrigens interessiert, warum es mit Zelda jetzt so lange nicht weiterging? Ich hatte... ich will es nicht sagen Problem nennen, aber ich hatte einfach noch Schwierigkeiten mit meinem neuen Aufnahmegerät tatsächlich. Das Problem an der Sache war, als ich das Aufnahmegerät dann schließlich hatte und hier ausprobiert habe und verschiedene Konsolen mal so dran geschlossen habe und verschiedene Einstellungen auch einfach mal ausprobiert habe, dann habe ich festgestellt, dass das mit der Xbox 360 und der Wii und den zugehörigen Komponentenkabeln alles ziemlich ohne Probleme funktioniert. Gut, nächstes Problem war dann von meiner Seite aus, wie ich es schaffe, ältere Konsolen an meine neue externe TV-Karte tatsächlich anzuschließen. Und mittlerweile habe ich auch das raus. So, einziges Problem, das dann tatsächlich noch für mich bestand, als ich meine Testaufnahme gemacht hatte, also eine der ersten Testaufnahmen tatsächlich, die ich mit der Wii gemacht hatte, da hatte ich meine verschiedenen, Let's Play-Projekte einfach mal ausgepackt und jeweils 2 Minuten oder so aufgenommen. Also, keine Ahnung. Ich hatte Phoenix Wright ausprobiert, Mario Kart, was noch, One Piece hatte ich kurz mal drin und eben auch Zelda. Und seltsamerweise war es bei Zelda dann eben so, dass die Aufnahme von Zelda ein wenig asynchron war. Das heißt, ich hatte zwar Bild und Ton, aber der Ton, der passte nicht mehr zum Bild. Das heißt, es kam alles ein bisschen zeitverzögert. Und das ist mir seltsamerweise nur eben bei Zelda passiert. Und ich habe mich jetzt dementsprechend auch lange nicht mehr so richtig herangetraut, beziehungsweise ich hatte eben jetzt lange nicht die Muße, mich tatsächlich hinzusetzen und zu überprüfen, woran das tatsächlich gelegen haben könnte. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum das da zu dieser komischen Asynchronität gekommen ist. Weil ich habe es jetzt einfach nochmal ausprobiert, in dieser Nacht könnte man sagen. Und ja, diese Aufnahmen stehen übrigens wieder zu einer sehr schönen Zeit. Und ich habe es jetzt einfach nochmal ausprobiert. Ich habe es genauso gemacht wie beim letzten Mal. Und ich habe wieder eine Testaufnahme gemacht von Zelda. Und seltsamerweise scheint es diesmal mit dem Ton... Scheint es diesmal mit dem Ton ohne Probleme zu funktionieren. Und deswegen bin ich jetzt selber gespannt, ob die Aufnahme hier was wird oder nicht. Okay, Moment. Ich habe jetzt den Kompass bekommen. Ich habe jetzt einmal gedreht. Jetzt hat sich hier wieder alles verschoben. Das ist schön. Jetzt machen wir das hier mal auf. Da ist wieder so ein komisches was auch immer, das mich lieb haben will, aber ich will nicht lieb gehabt werden. Nein, will ich nicht. Nein, ich will von dir nicht lieb gehabt werden. Du kannst mir mit deinem dummen Schwert gestohlen bleiben, glaub mir. Zack, 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 zack. So. Ta, 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 ta. Ich bin der Link, ich bin der Link. Nein, ich bin der Hering. Stimmt ja. Da, 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 der Hering, der Held, der Held, der Held, ob's euch gefällt oder nicht. Ich bin ein Hering und ich habe einen kleinen Schlüssel. Das ist schön. Dann können wir jetzt tatsächlich... Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie wir die Tür das hinten aufbekommen. Und ich glaube jetzt einfach mal, die Tür wollen wir auch aufbekommen, ne? Karte. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir jetzt... Ja, da ist der Endboss im 4. Stock, das ist schön. Es ist natürlich doof... Ui, so viele Truhen. Dass wir... Was ist denn das Blaue da? Das Blau? Detail? Düpp, düpp. Ach, die Tante oder was? Die ist eingetragen auf der Karte? Das ist interessant. Okay, gut, ja. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Sehr viele Truhen. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt natürlich die Dungeon-Karte noch nicht haben. Aber, ja, müssen wir jetzt an der Stelle einfach mal mitleben. Okay, gehen wir mal hier weiter. Scheint momentan ein bisschen geradlinig zu sein, oder? Der Dungeon hier. Weil so richtig verlaufen konnte ich mich nicht, weil die anderen Wege, die haben ja bisher irgendwie alle nicht so richtig funktioniert. Oder hätte ich schon woanders lang gehen können? Wenn ja, dann ist es mir nicht bewusst und dann finden wir es wahrscheinlich früher oder später irgendwann heraus. Zack, zack, wieder kleine süße Zwergen. Lilliput, Skelett, Krieger, Soldaten, was auch immer. So, ihr seid bald alle Geschichte. Gewissermaßen seid ihr schon Geschichte. Ich meine, ihr seid Skelett. Ihr habt
wahrscheinlich schon alle ein erfülltes Leben hinter euch gehabt. Und dass hier so unglaublich viele von denen kommen, finde ich leicht verstörend. Und dass dort hinten... Ich glaube, dort hinten ist wieder so eine komische Mumie oder so, kann das sein? Sieht so aus. Ja. Oh ja. Hallo, Süßer. Oh ja, du bist ein ganz toller. Oh, ich liebe dich. Oh, und du bist, ja, mein Ein und Alles. Und ich möchte gerne, abhauen. Ich möchte, au. Komisch. Sonst war es doch eigentlich immer so, dass ich tatsächlich mal, mich in Deckung bringen konnte, kurz bevor das Vieh, zugeschlagen hat. Wow. Das war eben gerade nicht der Fall. Aber gut, jetzt hatten wir es ja wieder. Und, jetzt konnte ich wieder springen. Und jetzt konnte ich wieder angreifen. Und das ist schön. So. Die hinterlassen alle so viele Rubine. Ich habe schon wieder viel zu viele Rubine, das ist schlecht. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück, weil jetzt gucken wir nochmal hier und da und dort. Aber eigentlich ist hier absolut gar nichts, weshalb ich mir das auch hätte sparen können. So, und jetzt gehen wir wieder weiter und so weiter und so fort. Rede ich wieder zu schnell oder so? Ich weiß nicht. Muss ich mich... naja, eigentlich... Nö, ich finde eigentlich... Ich finde eigentlich nicht, dass ich zu schnell rede. Also ich gucke mir auch meine Aufnahmen und so selber an. Und ab und zu, also okay, vielleicht könnte ich ab und zu tatsächlich mal ein kleines bisschen langsamer reden oder so. Aber prinzipiell finde ich mich noch vollkommen in Ordnung, was zumindest meine sprachliche, ja, meine Sprachgeschwindigkeit angeht einfach. Ja, ansonsten ist ja nichts, ne? Das ist einfach nur ein Verbindungsraum oder so. Ist ja auch keine Schatztruhe oder sowas in dem Raum, also nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. So, aber in diesem Raum hier soll irgendwo angeblich eine Schatztruhe sein. Hallo. Komisch. Komisch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier komische Schädel. Wir haben hier eine Truhe. Wir öffnen diese Truhe. Wir finden hier einen kleinen Schlüssel. Er öffnet dir Türen. Doof. Was ist jetzt? Wie jetzt? Moment, warum kann ich mich nur so langsam bewegen? Was sind das für komische Geräusche? Hä? Was ist das? Ich versteh's gerade nicht. Halt, Moment, was ist das? Was bewegt sich dort? Ach so, Moment. Kann es sein, dass hier irgendwie unsichtbare Gegner sind oder so? Kann das sein? Kann das sein, dass mich hier irgendetwas irgendwie böse überraschen will? Machen wir mal einen Fackel an. Bringt absolut gar nichts. Verwandeln wir uns einfach mal zum Wolf. Dup, dup, dup. Gespür. Aha. Oh. Ja, wo kommen denn die bösen Ratten her? Ja, was machen denn diese bösen Ratten hier? Ich weiß ja nicht genau. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ja, was soll denn das? Könnt ihr mich bitte mal loslassen? Scheißviecher. Igitt, ist das ekelhaft. Boah. Zack, zack, zack. So, hier. Bam. Und jetzt noch du. Und weg. Und Geschichte. So. Noch irgendwo? Ah, ja. Noch irgendeine? Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Nee. Dab, dab, dab. Ist ja klasse. Ist jetzt immer Raum. Aber gut, okay. Kleine Überraschung. Ich hatte ja zuerst die Befürchtung, dass irgendwie kleine Käfer kommen würden oder sowas, aber... Gut, mit unsichtbaren Ratten muss man eben hier auch ab und zu mal rechnen. Naja. Okay, dann haben wir ja die Schatztruhe in diesem Stockwerk auch tatsächlich geholt. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Und, sind wir jetzt in der Hauptkammer? Kann das sein? Wir sind in der Hauptkammer. Das ist hübsch, das ist schön. Unter uns sollen noch zwei Schatztruhen irgendwie da sein. Irgendwo da so. Ja, da so. Ja, einmal so, genau. Warum haben all diese Geländer eigentlich... Na gut, okay, wenn Link geradeaus guckt, dann kann er tatsächlich rüber gucken. Aber ansonsten ist das... Für was für Menschen wurden diese Dinger gebaut? Zumal die Bewohner... Bewohner in Anführungszeichen dieses Tempels ja anscheinend diese ehemaligen kleinen süßen Skelettkrieger waren sind. Und die sind verdammt klein. Also für wen haben die solche Geländer gebaut? Jetzt mal ganz ehrlich, das macht keinen Sinn für mich. Okay, gut. Dop, 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 dop. Habe ich mir hier 2 Sekunden aufgeregt, das ist schön. Jetzt gehen wir hier oben lang, das ist noch schöner. Können wir hier oben irgendwas machen mit dem Ding? Nein, können wir nicht. Können wir hier irgendwas zum Einsturz bringen vielleicht? Nö. Ja, wäre auch schön. Wäre auch toll. So, okay. Wir vermissen übrigens noch Irrlichter. Immer noch 3. Ja, da war noch was. Mensch. Wir hatten ja eigentlich irgendwie gut zu tun, wenn wir uns recht entsinnen. Und jetzt bin ich hier. Interessant, ja. Genau, jetzt bin ich nämlich hier.